Wunderbar. Okay. Hallo. Hallo, mein Schatz. Wir sind hier. Aha. Ja. Auch so ein Ding, ne? Das ist ein Ding. Vor allem jetzt mit Trump, ne? Oh Gott. Und dem Erdogan. Ja, aber das ist ja auch was. Die spinnen die Menschen, ne? Ja, ja. Aber weißt du, das verstehe ich also überhaupt nicht. Ich denke, wir sind in Demokratie. Ja, das ist. Weißt du? Weil das ist Hass. Und da schicken die. Ja. Wir sind eine Demokratie, die auch Terroristen. Wir haben Flüchtlinge in dieser Demokratie. Und in dieser Demokratie, wir kämpfen gegen andere Demokratien, haben Krieg. Ne, wir unterstützen ja eigentlich den Krieg mit unseren Steuergeldern. Ja, ja, deshalb gibt es ja Flüchtlinge. Und ja, aber dass wir das jetzt noch verschärfen, Christian, das ist nicht so schlimm. Aber das ist, ja, richtig, ja. Da schicken die diese Familienministerin wieder zurück und das ist doch klar, das kann ja gar keine Einigung mehr geben. Aber weißt du was? Weil das wollen sie ja nicht, weil Einigung ist ja nicht Geschäft. Die machen ja Geschäft davon, dass die Menschen sich so sind. Ne? Und dadurch ist das ja eigentlich irgendwie so eingefädelt. Ich finde das sehr interessant. Very interesting. Ja. But here we are at Kaffeeklatsch, wo wir diese Dinge, ich versuche mal so ein bisschen zu erläutern, ne? Um mal sich Gedanken zu machen. Da fängt es erst mal an, ne? Ja. Ne? Das wäre sehr wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht. Aber du kannst es nicht ändern, du kannst nichts mehr ändern. Ja, aber das weißt du, was das Problem schon anfängt? Mhm. In der Schule. Da wurden unsere Gedanken, okay, weil Kinder hören sich ja zu. Die sind ja völlig bewusst. Jetzt bist du wieder auf dem Kopf. Aber natürlich, ja, logisch, weil das ist ja eine wichtige Sache. Nicht immer wieder, das ist immer wieder neu. Immer wieder neu. Ja. Auch wenn wir darüber schon gesprochen haben, ist immer wieder neu. Ich habe schon fast den Punkt, den ich machen wollte, vergessen. Ach ja, weil Kinder hören sich genau zu, die wissen genau, wie sie denken. Aber weißt du, was dann passiert? Wissen wir das? Wissen sie das? Wisst ihr das? Ja. Dann kommen wir in die Schule und dann müssen wir einfach zuhören. Dann vergessen wir, uns selber zuzuhören. Und deshalb werden wir dann getrennt. Von dem Eins, weil wir sind ja alle eins. Das ist ja die Sache, ne? Wie man in Englisch so schön sagt, kennst du den Spruch? Nee. Everything is relative and we all are relatives. Mhm. Weißt du, was das bedeutet hier? Ich meine, der erste Teil, alles ist relativ, wir alle sind relatives, heißt auch verwandt. Ja. Wir sind alle verwandt. Mhm. Ja? Ja. In diesem Sinne. Aber Familie ist mit Verwandtschaft. Ja, aber wir sind ja alle verwandt, das ist ja die Sache, ne? Ja. Grüßchen, ne? Auch mit manchen möchte man das nicht so wahrhaben, ne? Dass man mit denen verwandt ist. Ne? Ich meine, in gewisser Weise bist du ja auch mit dem Trump verwandt. Oh ja, entzückend. Ist ja auch, ne? Ja. Und wie ich immer schon sage, so ein kleiner Hitler ist ja auch in uns allen. Ne? Also, dagegen wehre ich mich, aber Christoph. Ja, ja. Aber das ist ja, in jedem von uns ist ein bisschen von allen von uns. Das will ich nur damit gesagt haben. Ja? Aber es ist ja, die Sache ist ja, das ist ja kein Ding, das ist ja eins eigentlich. Das ist ja Gott, das ist eins. Ja? Kinder wissen das ja, die sind ja eins. Johannes, now we're speaking a little bit English. But the other, I understand. The others say you don't understand? What don't you understand? No. What don't you understand? With Trump. With Trump? Oh, that there's a little Trump in all of us? Because there is a little bit of everyone in everyone. And you can't deny that. Can you? Oh, yes. No, deny, weißt du, was das heißt? Deny? Deny, what's that? Du kannst es nicht verneinen. Ah, ja. Du kannst es nicht verneinen. Ah, ja. Ja? See? I made my point. Ich habe meinen Punkt gemacht. Brüstchen. That's the point. The point. I am the point. Right, right. That's the point. Well, actually, you know what's interesting? We all are the point. We all are the point. Everyone is the point. Yeah. Yeah? That the problem is people are not listening to each other. Everybody has something to say, but nobody's listening. That's why there's so many crazy people who all talk to themselves. Mm-hmm. You know, Leute, die mit sich selber reden. Das große Drama, habe ich letztes Mal jemanden im Zug und der hat geredet. Ich habe mit jemandem versucht, eine Unterhaltung zu führen. Und der hat einfach gesagt, so ein Verrückter, irgendwie so ein Italiener oder so, aber ein netter Kerl. Ne? Er hat einfach geredet. Ne? Und dann habe ich gedacht, Entschuldigung, wir versuchen hier eine Unterhaltung zu haben. Ne? Und der hat das irgendwie drauf reagiert, aber irgendwie hat er das rausgelassen. Weil, weißt du, das ist dieses Venting. Ja. Weißt du, was Venting ist? Na. Wie so ein Ventil, das wird drin gehalten, die ganze Energie, die kommt raus. Ja, dann macht man das Ventil ein bisschen hoch und dann kommt die ganze. Aber der ist auch krank. Natürlich! Ja, und solche Menschen gehen dann mit der Axt auf andere zu. Auf Unschuldige. Aber auch, Frau Eber. Entschuldige mal. Die müssen eigentlich weggeschleppt. Wir müssen auch mal richtig weggeschleppt. Aber woher kommen denn diese Menschen? Warum gibt es denn geisteskranke Menschen? Ich meine, der Geist, die Seele, das ist ja auch so ein Ding, ne? Die Seele hat uns ja über Zeit. Von der Vergangenheit, auch im vergangenen Leben, ich bin ganz sicher, dass wir alle schon mal existiert haben. Das ist für mich keine Frage. Ja, die Seele ist ja unendlich. Das geht zurück. Wir alle, das haben wir ja auch alle gemeinsam. Wir alle kommen von Eltern. Und die kommen von Eltern. Ja. Und die kommen von Eltern. Und die kommen von Eltern.
Das geht ja zurück bis zum Ursprung, ne? Mhm. Und das ist ja interessant. Ja. Wie sich dann deshalb auch der Baum des Lebens, weißt du ja, wie sich da so die, das entfaltet hat. Ne? Und, ja. Weil wir sind alle verbunden. Das ist der Punkt. Ne? Und das, wenn ich, wie gesagt, sowas sehe mit Trump, und da gucken die Leute mit diesen argwöhnischen Augen und wundern sich warum und reden über ihn und er ist so ein dummer Mensch. Das ist nur, um uns davon abzulenken. Davon abzubringen, dass wir eigentlich eins sind. Ja? Und deshalb sage ich, der Trump ist auch einer von uns, der weiß es nur nicht. Oh, Chris, oh nee. I cannot understand. Okay, that's why she's speaking English, because I can't understand. Anyway, I'm sorry. I guess I enjoy your cake. That's for me too high. I put it. That's for me too high. Too much. Too high? Well, man kann auch sagen, that's beyond me. Ja, beyond. Ich sag, too high? High ist too high. Das ist zu hoch. Nee, das sag mal nicht so. Ja? Das ist mehr Deutsch, das ist zu hoch. Mhm. Es gibt ja einige Sachen, die kann man nicht direkt übersetzen. Ja. Eben habe ich ja gestern meine Tochter Angelika angerufen. Da ihr Freund hatte fast einen Unfall gehabt. Ja. Der ist in meinem Leben, Gott sei Dank, noch... Da, wie sagt man, mitgekommen, davon gekommen. Okay, manchmal. Ja. Wir wollten auch noch über Achtsamkeit sprechen. Apropos Achtsamkeit. Achtsamkeit, ja, bitte doch, ne, sprich darüber. Ja, mir ist mir vorhin was passiert, okay. weil ich auch nicht achtsam war, ja. Als ich meinen Kaffee aufpullen wollte, da habe ich das Pulver in die Maschine getan. Okay. Das habe ich in den Wasserbehälter getan. Das ist immer gut. Ne? Ich habe schon mal die Brille in den Frühschrank getan. Ist meine Brille. Schon? Ich habe schon Dinge gemacht. Seht das mit mir, weil ich bin auch so ein bisschen... Schippelig. Ja, das habe ich auch von deinem Mann bekommen, ein bisschen schnell. Schnell. Ja. Das manchmal ist es so schnell, right, so quick. Ich mache was, unterbewusst, so viel bewegen, so viele Gedanken und dann lege ich irgendwas wohin und dann vergesse ich das, weil es ist unterbewusst. Weil man ist so schnell, ne? Deshalb ist es auch wichtig. Dein Buch hast du auch vergessen gestern Abend. Das habe ich wieder unten, aber dann richtig. Apropos die neue Welt, das ist ein gutes Huxley. Ja, ne? Albert Huxley, The Brave New World. Ja? Ja. Das ist ja auch so ein bisschen von Orwell, ja. 1984. Ja. Ne? Das ist auch ein... Und weißt du was? Wir haben ja auch schon davor gewarnt. Vor dem Überwachungsstaat. Ja. Ne? Und vor dem Überhand der Technologien, Technokratie, ne? Bürokratie. Und wer das alles steuert, ne? Ich habe mir vorhin gedacht, auch wieder diese schlimmen Bilder, die wir sehen, mit dieser unglaublichen Armut in Afrika, diese armen Leute, das wird benutzt, diese Bilder werden benutzt, das ist ja alles Propaganda, natürlich passiert das, aber warum ist das so? Die Reichsten der Welt, die stopfen sich ihre Taschen und die kümmern sich, Entschuldigung, ihren Scheißdreck. Das ist irre. Das ist aber unsere Menschlichkeit, das ist auch, das muss ich noch, das habe ich vergessen. Und da kein Ding. Das ist auch kein Ding, das ist Menschlichkeit. Menschlichkeit, darüber hoch die Tassen. Ja, Menschlichkeit. Mhm. Ja. Auf die Menschlichkeit, auf die Liebe. Wenig Menschlichkeit. Auf die Jugend, auf die Tugend. Aber wir haben genug. Ja, wir haben genug. Wir haben genug für andere. Wir haben enough for everybody, you know? Ja, das ist auch Güte, ist auch kein Ding. Kindness. Güte, ja. Und weißt du, was interessant ist? Kindness? Kindness ist ja Freundlichkeit, ne? Richtig. Mhm. Aber weißt du, was kind? Da ist ja Kind drin. Kindness. Kind. Kind ist da drin. Das Wort Kind ist drin. Kind. Das Wort Kind. Deutsche. Ja, genau, das deutsche Wort. Das ist interessant. Ja, ja. Weil Kinder sind ja eigentlich sehr. Children, Kinder are kind. Mhm. Ne? Die sind freundlich. Mhm. Von Natur aus. Nur dann werden sie beeinflusst natürlich von ihrer Umgebung, von den Medien. Mhm. Und da hat der Trump recht, dass alles manipuliert ist. Das hat er ja gesagt. Das kann er ja auch sagen, weil er ist ja unabhängig. Und deshalb finde ich es interessant, dass er da ist. Ich finde das gut. Was? Ich finde das, weil das ist für mich, weißt du, wie ich das sehe? Das habe ich ja schon mal gesagt. Das ist für mich alles ein abgekartetes Spiel. Das ist vorarrangiert. Ne? Die Namen ändern sich, die Politiker ändern sich, aber eigentlich ändert sich nichts. Weil das System wird aufrechterhalten. Ja? Und dafür sind diese Leute da. Ja, ich bin nicht deiner Meinung. Okay. Ist ja auch kein Ding. Ich meine, die gefällt mir das, wie gesagt, das Wichtige, dass Menschen sterben, dass du die Schlimme, die Welt so ist. Das hat auch weder an der Macht das überhaupt nichts zu tun. Die ändern nichts, die können gar nichts ändern. Die sind auch nicht da, um Dinge zu ändern. Und die ganzen Leute, die auf Demonstrationen gehen, ne, und die Aktivisten, ja, die sich dafür einsetzen, ne, während die Mächtigen der Welt, was machen die? Das ist mein Punkt. Und deshalb sehe ich habe es doch vorhin gesagt, er ist eine Marionette, er ist nur eine Puppe. Ja? Regen sogar gegen die Schwulen. Richtig, ja. So das ist doch auch, aber warum Getrenntheit? Mehr hast du ja. Das ist, ich habe doch. Und die Mexikaner, alle raus haben will aus Amerika.
Wir sagen immer, das Drogendealer. Ja, also das ist ein tolles Versorgung. Aber Mutti, da mal die Realität. Er wurde doch gewählt. Ja, er wird doch von der Demokratie sozusagen gewählt, ne? Also wirklich. Und viele Leute jetzt auch, die sind für ihn, weil eine Sache, die macht er auch mit der Arbeitslosigkeit. Da ist jetzt mehr, der macht mehr Jobs. Mehr Druck, da ist also mehr. Aber warum nicht? Ne? Das ganze Gesundheitssystem. Das wissen wir, ja genau. Weil der sagt, der macht ja wieder was Neues machen. And America, number one, right? Mhm. Und so ist es ja auch. Deutschland sagt ja auch number one. Und auch Italien, die Leute für sich sagen die number one. Ne? Und jedes Land, auch Afrika, ne? Unsere Kultur, überall. Ja. Ne? Warum leben wir denn eigentlich in einer Welt, die selber krank ist? Ne? Also jetzt wirklich doch mal, ne? Und wer hat die krank so krank gemacht? Wir, Menschen. Wir haben das gemacht. Okay, erzähl doch mal unserem Publikum, schwank aus deiner Jugend. Irgend sowas, ne? Das Publikum auch, nö, ich glaube. Nur Langeweile. Eieiei, ne? Mhm. Auch das ist interessant, so Langeweile. Eine Weile, das ist ja eigentlich der Moment. Das ist ja der Moment, und dann eine Weile, das ist über Zeit, ne? Und dann Langeweile ist eine lange Weile. Du bist in diesem Raum. Es ist auch interessant, wenn man sich mal überlegt, dass Zeit könnte man auch ansehen als eine Art Raum. Zeit ist Raum. Wo auch immer man ist, ist man in diesem Zeitraum, in diesem Moment. Mhm. Und die wirkliche Frage ist, wie man in diesem Moment existiert. Mit welcher Einstellung, mit welchem Bewusstsein, mit welcher Achtsamkeit, mit welcher Aufmerksamkeit. Ja? Schon der Hammer, ne? So viele Piepmätze. Ja? Ja, wir alle haben ja ein paar Piepmätze, ne? Da gab es einen guten Spruch, man kann nicht verhindern, dass die Vögel der Sorgen über unseren Kopf kreisen, aber man kann für die vermeiden, dass sie nicht ihre Nester in deinen Haaren machen. Ja, das kenne ich. Hier, das ist auch gut, ne? Das kenne ich. Ja, richtig. Ja, ja. Die sind immer da, ne? Und das haben wir ja alle gelernt. Weil das interessante Punkt für mich auch ist zu erkennen, dass wir alle so sind, wie wir sind, weil wir das gelernt haben. Mhm. Unsere Denkensweise, unsere Philosophie, unsere Charakteren, unsere Vorlieben, unsere Abneigungen, ne, unsere Gewohnheiten, all das. You understand? I think this is very interesting. Ja. Auch die Idee dann wirklich, man hat ja auch schon davon gehört, dass das Leben eine Schule ist. Ne? Dass wir eigentlich nicht nur viel von anderen lernen können, aber wir könnten andere lernen. Das hat mal jemand gesagt, we're here not to learn each other. Yeah, we're here to learn each other. You have to learn them. Mm-hmm. You learn is learn, yeah? Learn another person. Mm-hmm. That means really to get to know them for who they really are. Mm-hmm. You know? I know. But that's sometimes difficult. You know why it's difficult? Yes, I tell you why. I tell you why it's difficult. Because we human beings, we only want to see what we want to see. And when we see something in somebody we don't like, or something we don't like, we go away. Or we don't like it, we argue then. Yeah? Yeah? And then, you know what happens? That's the key. That's really what I've learned the hard way. Then we try to change the other person. Because they're not the way we want them to. Also wenn ich dich so höre, ja, dann muss ich komischerweise an den Goethe-Text denken, Gott gab uns nur einen Mund. Oh ja. Weil zwei Mäuler umgesehen. Mit dem einen Munde schon schwatzt zu viel der Erdensohn. Hat er jetzt die Mäuler zwei, muss er schweigen unterdessen. Hätte er der Mäuler zwei, würde er sogar einen. Aha, yeah. Nut, remember Nut? He always said, put it in it. He always said, it's a shitty, not the city, it's a shitty. The shitty, shitty. She got her citizenship. You know, citizenship? She said her citizenship. Citizenship. Citizenship ist doch eigentlich das Wort. Weißt du, was heißt? Citizen ist doch Bürger und Ship. Aber sie sagt, citizen, like wie Scheiße, shit. Ja, ist doch lustig, ne? Und der Nat ist so eine, die macht ne? Ja. Du bist ja auch so ein bisschen, ist ja auch ein bisschen ein Nat in dir. Was bin ich? Ist auch so ein bisschen ein Nat in dir. Ja, ja. Ja, ja. Auch da kann man wirklich sagen, so ein bisschen ein Nat ist ja in uns allen, ne? Ja. But not only she's a dancer, she's a putter. She's a putter, she puts it. Put. Bei Putten ist es Output. Es gibt ja Output und Input. Ein Input ist, wo es reingeht und Output, wo es rausgeht. Oh, ja. Output. Ja? Mhm. Und das Pudding ist ja eigentlich, könnte man sagen, das ist das Machen. Das ist die Energie, die man raussendet im Universum. Ne? Ja. Mhm. Und auch wenn zum Beispiel jemand, auch wenn man jemand ärgerlich ist oder gemein ist oder was auch immer, das macht er, das ist ja sein Pudding. Mhm. Das muss nicht dein Pudding sein. Das ist eigentlich kein Ding, das ist sein Ding. Mhm. Das ist nicht dein Ding. Die Menschen haben sehr wenig Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Mhm. Weißt du, die halten eigentlich die Türen offen, wenn ein alter Mann reinkommt in die
Aber das ist nicht das, weißt du, was ich denke? Keiner bietet ihnen Platz an. Ja, war genau, weißt du warum? Die Leute sind abgelenkt. Jeder macht dann an seinem Cellphone-Stuff, jeder kümmert sich um sich selber. Ja, ja. Das ist ja, das heißt ja auch interessanterweise, weißt du, diese Aufnahmen, die Leute von sich selber machen, heißen ja auch Selfie. Ich finde das so lustig. Und Selfie ist ja selbst. Ja, ja. Und Selfish also. Ist selbstsüchtig, ne? Mhm. Selfish. Und das ist auch, man hat es auch immer Shellfish. Hier nochmal Brötchen, ja. Nein, so macht man das. Ich mache ja immer anders, wie man es macht. Ich bin ja da immer der Rebell gewesen. Ne? Was ich sagen wollte, alles hat sich doch so entwickelt. Ich meine, wie Dinge waren vor 10 Jahren, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren. Ne? Das hat sich doch alles entwickelt auf diesem Punkt. Tja, wenn meine Eltern jetzt aus dem Grabe aufstehen würden, die würden die Welt nicht mehr erkennen. Die würden hilflos sein. Aber das war ja die vorige Generation. Ohne die wärst du ja nicht hier. So ist es ja. Die hatten ja auch Eltern, die in einer anderen Generation wohnen. Ja. Die Eltern davor und die Eltern davor. Ne? Und der Punkt ist ja nochmal der Ursprung des Lebens. Das ist ja auch so eine Sache, wo alles wirklich angefangen hat. Wir kennen in der Geschichte, was ist das Thema? Das wiederholt sich ja immer, dieses Thema. Wir reden ja eigentlich über Veränderung. Und nicht nur in unserem eigenen Leben, auch wie man die Welt, wie man einen positiven Einfluss auf Dinge, auf unsere Mitmenschen haben kann. Das, was passiert in unserem Leben, wir bringen das zu uns. Sonst wird es ja nicht passieren. Das hat alles einen Grund. Ja? Weißt du, was ich euch immer, gepredigt habe? Ich habe immer gepredigt, heiratet nicht die erste Frau, tobt euch doch aus. Erstmal genießt das Leben. Aber auch da ist doch aber Frau Eber, das ist auch diesen Spruch, das ist viele Mütter machen das. Du hast immer gepredigt, weil du wolltest das. Kinder müssen das selber für sich lernen. Die machen ihre eigene Scheiße. Du kannst so arg reden, bis du grün im Gesicht bist. Ja, das ist schlimm. Das ja, ist aber schlimm. Eigentlich... Man könnte doch Kinder... Aber weißt du warum? Richtig. Aber geht doch beiden Seiten. Kinder können doch auch den Älteren was geben. Ja? Weil die haben ja auch ein Bewusstsein der Unbefangenheit. Die haben auch deshalb, weil ich war ja so, weil Fadi so war. Man will euch doch. Ja, natürlich, ich verstehe das ja. Aber das geht nicht, Fadi. Das geht nicht. Kinder müssen durch ihre eigene Nase fallen. Dann lernen sie es. Eventuell. Damals immer das Gefühl gehabt, keiner hört mir zu. Keiner hört mir zu. Und deshalb habe ich auch irgendwie so ja, das habe ich ja auch gehabt. Ja. Ich meinte mich ja nicht für vorher. Ja, genau, richtig. Ja. Und das war für mich das. 40. Ja. Ja, aber als Kind, eines der Haupt. Das braucht ja jedes Kind, damit sie sich selber entfalten können. Mhm. Ja? Dass sie ein Umfeld haben, wo die Leute das Kind auch fördern und auch erkennen und sagen, was möchtest du und was denkst du. Mhm. Ja? Das ist doch ruhig wichtig. Das ist äußerst wichtig. Hier, hoch die Tasse. Kein Ding. Okay. Ich finde das gut. Hier, boah, ich mache es jetzt auch, wie meine Mama das möchte. Ne? Meine Mutter. Ne? Gotta love her. My mother. Also man kann euch, also Kindern, nicht auf den Weg geben. Doch. Aber weißt du, um das zu machen, da müsste man sich dafür wirklich die Zeit nehmen. Erstmal wirklich Zeit für das Kind, wirklich präsent zu sein, dass du in die Welt von dem Kind reinkommst. Ja? Ja. Dass du auf dem Level von dem Kind bist, also, wie man auch so macht, das finde ich auch so schön. Das Kind ist ja klein, man beugt sich auf dem, man geht auf die Knie mit Augenhöhe. Das ist so ähnlich. Du musst dich irgendwie so auf dein Level mit dem Kind und dann kannst du mit ihm allen reden. Mit allen. Weil das Kind muss das Gefühl haben, du hörst nicht. Das ist mit jedem Menschen eigentlich so. Ja? Leute hören dir zu, wenn sie das Gefühl haben, du hörst ihnen zu. Ja? Das ist in unserem DNA, das ist in unserer wirklichen Natur. Ja? Und das ist die Natur, die fängt ja an, nochmal, wir sind aus dem Paradies verbannt, unsere Geburt, und dann werden wir in diese Welt reingeschmissen. Irgendwo sind wir geboren, ne? Wir suchen uns ja auch, das ist ja auch nicht so aus, und dann sind wir hier und dann unsere Eltern, die natürlich uns lieb haben, und die versuchen natürlich auch, das Beste, ne? Aber die Kinder, die haben ja einen eigenen Willen. Ne? Ja. Ja, und die vergessen natürlich auch, dass wir auch mal klein waren. Ne? Ja, aber deshalb kann man ja auch mehr, auch wenn man so alt ist, auch, das hat ja mit Alter zu tun, auch so ein bisschen mehr so, nicht kindisch, aber kindlich sein. Die kindliche Natur, die so ein bisschen mehr zum Vorschein kommt. Weißt du, was das eigentlich ist, die kindliche Natur? Das ist die Spielernatur. Spaß haben, ne? Auch manchmal ein bisschen albern sein, ist ja auch eine Form von Spielen. Ne? Was ist ein Schauspiel? Ne? Du hast doch einen Großteil deiner Jugend auf der Bühne verbracht, ne? Und wer hat es gesagt, ne? Das Leben ist eine Bühne? Shakespeare, ne? Life is a stage. We're all actors on that stage. Mhm. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Mir fällt gerade dieses wunderbare Gedicht von der Mascha Kalecko ein. Kennst du ja, ne?
alle Mütter waren einmal klein. Kinder können es oft gar nicht fassen. Wenn die Kinderschuhe nicht mehr passen, fällt es ihnen wohl zuweilen ein. Große Kinder suchen fremde Straßen. Mütter dann später oft allein. Alle Kinder werden einmal groß. Mütter können es oft nicht begreifen. Ein kleines Mädchen mit den bunten Schleifen spielt es gestern noch auf deinem Schoß. Kleiner Sohn, musst du die Welt durchstreifen. Mütter haben oft das Gleiche los. Alle Stuben werden einmal leer. Kahl der Tisch, verwaist und stumm der Garten. Die Lignat und Mütter warten. Manchmal kommt ein Brief von weitem her. Stern verlischt und all die wohlverwahrten Tränen tropfen ungeweint ins Meer. Auch wenn da, das ist jetzt nur die Kamera, ne? Man stellt sich ja vor, weil die Kamera, die Linse an der Kamera ist ja wie so die Linse unserer Augen. Die Linse? Linse, die Linse. Ich sag die Linse. Linse. Die Linsen. Ja, richtig, aber die Linsen ist doch auch eine Suppe, Linsensuppe. Gibt's doch auch? Ja, eine Linsensuppe gibt's. Ja, Linsensuppe. Schmeckt sehr gut. Ja, man essen. Wenn man jetzt mal sehr gewohnt ist. Aber sehr viel Kalorien. Ja. Brauchst du. Kalorien, das ist ja eine Frage, wie die Kalorien verpackt sind. Es gibt ja verschiedene Wege. Die verpackt werden, verbraucht werden als Mensch. Ja, aber Kalorien steckt ja auch in Nahrung drin, die man isst. Ja, ja. Dann wird sie verbraucht, muss sie erstmal reinkommen. Ja, ja. First Input, dann Input. Input, Out, In, Out. Put. Ja. Best Pudding. Best Pudding. In diesem Sinne. Richtig, ja. Ist ja eigentlich auch kein Ding. Ne? Nee, aber nochmal in diesem Sinne, ne? Hoch die Tasen. Auf die Jugend, auf die Mutter, auf die Liebe, ne? Die Liebe. Auf euch.